Hallo, ihr süßen Puppis, und herzlich willkommen zur Dschungelnachlese von der dritten Folge, ihr süßen Mäuse. Gestern habe ich nichts online gestellt, weil ich war gestern, habe ich den Dschungel nicht geguckt, weil ich hatte gestern Jobs, wo ich mehr Geld verdiene als hier im Rauschgold, ganz ehrlich. Von da habe ich gestern nicht gesehen, deshalb war ich gestern nicht da. Heute bin ich wieder hier. Die Herrin war heute nicht hier, aber Hier liegt eigentlich die Herrin, als Rest liegt sie neben mir auf dem Sofa, und ich habe aber dafür einen Ersatz rekrutiert, und zwar die Gitti Reinhardt, die ist heute im Boyfummel. Oh, sie sieht so beschissen aus, Gitti, ganz ehrlich. So, ich setze einfach wieder die Daniel Hartwig-Brille auf, dann erkennen mich die Leute. Ja, dann erkennen dich die Leute, genau. Dann bist du nämlich jetzt die Sonja Zietlow. Ja, so. Prost. Wohlsein. Das ist die Apfelschorle, die du wolltest? Das ist die Wasserschorle. Aber ich bin heute viel weniger betrunken als das letzte Mal. Ich möchte mich hier nochmal wirklich entschuldigen. Sehr, sehr gerne. Ja, es war wirklich ganz, ganz schlimm, dass ich so betrunken war. Aber es muss einfach sein. Hm. Ihr süßen Mäuse, ich habe mir heute Notizen gemacht. Patent. Es war relativ, Gitti, es war relativ langweilig, muss sehr ich sagen. Langweilig, oder? Ja. Findest du auch? Das ist auch so kurzweilig gewesen. Ja, also pass auf. Ich habe mir aufgeschrieben, der Walter Freiwald, ja, ich nenne ihn ja gerne immer den E.T. des Dschungelcamps, aber im Dschungelcamp wird er Gollum genannt. Ja. Offiziell heute hat es die Patricia Blanco gesagt. Patricia, die mit der Sauerkraut-Dauerwelle. Genau. Ne? Ja, genau, mit dem blonden Sauerkraut. American Sauerkraut-Style. Und der Walter Freiwald, das ist ja so ein Rentner, und der erzählt gerne sehr, sehr viel. Ja, wie mein Vater, der erzählt mir ja auch seine Storys jetzt mittlerweile zum 20. Mal. Sogar mein Ehemann kennt schon alle Geschichten, die mein Vater immer erzählt. Walter Freiwald ist genau, Papa, ich liebe dich, wenn du das siehst, ich liebe dich trotzdem. Der Herren tut mir ja, ist nicht so schlimm. Die Herrin, die ist sehr stabil, das tut dir bestimmt nicht weh. So, unbequem. Ja, und Walter Freiwald. Und das war schon immer meine Fantasie über Walter Freiwald. Der ist eine absolut frustrierte Zicke. Der ist nämlich, der hat seine großen Zeiten gehabt, ja, vor 30 Jahren, bei der Preis ist heiß, und ist dann völlig abgerutscht ins Shopping, Home-Shopping, Fernsehen. Und jetzt ist er Hartz IV, ist arbeitslos. Und der hat so über den Harry Weinfurt abgelästert. Harry Weinfurt, der hat ja, der lag ja nur rum, laut Walter Freiwald, und war cholerisch. Eigentlich ja auch nicht so richtig. Der lag rum wie so ein Sack irgendwie in der Hängematte und hat eigentlich nichts gemacht. Der Walter Freiwald, meinst du jetzt? Ja, und der Harry Weinfurt. Ach, war der auch, der war ja auch mal der im Dschungel. Der war auch, ne, im Dschungel. Ich kann mich daran ehrlich gesagt nicht erinnern. Wann war der denn im Dschungel? Das ist schon ein paar Jahre her, oder? Vor zwei Staffeln oder so. Aber der war halt so, wie gesagt, das hat man gar nicht gemerkt, dass er überhaupt da war. Der hätte auch einfach nur einen Sandsack liegen können. Ja, ach, ja. Mensch, Harry, geht's dir gut? Na, der Mensch. Lag da rum, hat geschlafen, eigentlich den ganzen Tag durchgeschlafen. Ja. Und dann haben sie ihn irgendwann bemerkt und haben ihn rausgewählt. Finde ich gut. Ja. Und der Walter Freiwald, der läuft ja immer. Der läuft. Warte, kann ich das mal beim Selfie-Stick? Warte, ich kann meinen Selfie-Stick ja noch ausfahren. Achtung, ich habe ja so einen richtig tollen Selfie-Stick. Guckt euch das mal an jetzt. Jetzt bin ich ganz, ganz. Guckt mal jetzt. So. Und der Walter Freiwald, der läuft ja immer so. So läuft er ungefähr. So läuft er immer durch die Gegend. Und die Fangschreckenhaltung der Hände nicht. Die was? Der macht immer noch so, ne? Fangschreckenhaltung. Frankschrecken. Fangschrecken. Fangschreckenhaltung. Genau. Whatever that is. Eine Fangschrecke? Naja, eine Gottesanbeterin. Ach so. Gut. Jedenfalls, und der hat so abgelästert über den Harry Weinfurt. Und ich glaube, da ist so ein richtiger Zwist zwischen den beiden. Naja, der war halt ja auch so unglaublich sauer, dass die Paparazzi ihn nicht fotografiert haben. Die haben ihn nicht fotografiert. Dieses egomane Arschloch. Ganz, weil ganz einfach ehrlich. So unwichtig ist. So, dann hat der Rolfer hat dann seine Brille verloren. Der hat sie nicht verloren. Er hat sich in der Hängematte auf die Brille gesetzt. Der arme Rolfe. Auf Brille Nummer 2. Die erste hatte er verloren, als er Boot ins Wasser gesprungen ist. Das war aber auch eine Top-Story. Also, ich muss wirklich sagen, die Folge war wahnsinnig langweilig. So, da haben wir noch Sarah Kulka. Das waren schon die Highlights. Sarah Kulka, die ist eine Prollschlampe. Also wirklich, die benutzt jedes zweite Wort ist Scheiße und Ficken und Nutten.
passt eigentlich, weil sie kommt ja von Germany's Next Topmodel und da kennt man nichts anderes. Das so, und dann war schon die Dschungelprüfung und da war Sarah Kulka mit dabei. Genau. Sie war in einem riesigen Cocktail-Shaker, wurde die eingespannt und dann wurde der immer so gedreht, ja, genau, um 360 Grad. Ja, immer um sie herum. Ja. Ja. Und da waren dann irgendwie so Kakerlaken. Und die ganze Scheiße, was sie nicht brauchen. Ja, und der Durchfall von Maren Gilzer und alles Mögliche, Walter Freiwald, und dann musste sie irgendwie Sterne aus so Styropor rausholen. Das war für sie total schwer, weil sie doch so schwach ist. Ja. Und die hat es nicht geschafft, diese Styropor-Dinger hat sie nicht geschafft aufzudrehen, weil da sind die Sterne drin gewesen. Sie hat aber trotzdem 7 Sterne geholt. Das hat sie geschafft, ja. Wow, ich bin so stolz auf die Sarah Kulka, ja. Und nach Tag 2 waren die ja auch so ausgemergelt schon. Ist dir das aufgefallen? Also wie verwittert die alle ausgesehen? Also außer die von der Lindenstraße, die sieht nicht ausgemergelt aus. Die wiegt immer noch 250 Kilo. Hast du denn mal nachgezählt, ob wirklich noch alle Kandidaten da sind? Nee. Ich bin ja der Meinung, dass die Effi Ömmel oder wie die heißt da, dass die von der Lindenstraße, dass die nach und nach nachts an die Betten geht und die auf isst. Die isst die auf. Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass die Iffi, die isst die Insassen auf. Ja. Also wenn in 5 Tagen nur noch 5 Leute drin sind, dann wissen wir, Iffi ist schuld. Ja. Und wenn es ihr noch gut geht. Ja, weil die braucht halt, also meine Bohnen, ja, ich meine, das ernährt die ja nicht. Ja, also ganz die ehrlich. Schiebt sich jede Stunde ein Stück Butter unter die Haut, die ist so gewöhnt. Genau. So, dann war Werbung. Ja. Die war wichtig. Dann war Werbung, die war wichtig. So, dann Walter Freiwald wieder. Walter Freiwald, der hat dann gegen Sonja Zietlow und Daniel Hartwig gehetzt. Ja, weil der hat gesagt, wenn die scheiß Opfer kommen und uns sagen, wenn die Dschungelprüfung muss, ja, dann mache ich das Feuer so krass an, ey. Das ist der ganze Rauch zu denen ins Gesicht zieht, ist ihm scheißegal, ja. Und dann war Rolfe total angepisst. Der war total angepisst, weil der ist ja so die gute Seele des Camps, weil der ist halt schwul und der braucht halt einfach auch Harmony Gay. Ja, Walter Freiwald, frustriertes Arschloch. Ja, ganz ehrlich. So, dann habe ich noch geschrieben. Genau, pass mal auf, Gitti. Ja. Weil ich kenne Patricia Blanco, kenne ich aus dem Promi-Fernsehen. Big Brother. War die auch bei Big Brother? Ja, da hat die gewohnt. 3,5 Jahre. So kurz. Ich kenne Patricia Blanco, kenne ich von RTL exklusiv, wenn die halt irgendwie erzählt, wie schlimm ihr Vater ist und wie scheiße alles ist. Und ich habe wirklich gedacht, ey, was ist das für eine verdammte Opfersau? Und ich muss wirklich sagen, Patricia Blanco ist bislang, finde ich, die wahnsinnig sympathisch. Ich habe die bisher noch gar nicht richtig mitbekommen, muss ich sagen. Ja, also, du hast heute nicht zugeguckt, oder was? Ich finde, David saß neben mir, der erzählt mir... Interessiert meine Zuschauer nicht, wer neben dir sitzt. Patricia Blanco, die hat O-Töne heute gehabt und ich fand die wirklich relativ sympathisch. O-Töne. Hätte ich nicht gedacht, dass die so sympathisch ist. Vielleicht ist sie doch ganz cool. So. Dann Benjamin Boyce, muss ich ganz kurz sagen. Genau, der wurde ja heute irgendwie gar nicht gezeigt, weil Benjamin Boyce, der war nicht da. Das ist die uninteressanteste Persönlichkeit in diesem ganzen Camp. Ja. Und Jörn. Und Jörn Schlünfunk. Auch nicht gezeigt. Jörn Schlünfunk, das kleine geföhnte Gesicht von GZSZ, interessiert auch keine Sau. Die haben keine Minute Filmmaterial gemacht über die beiden. Nein, weil die waren die ja im Klo zusammen und. Die haben gebumst im Klo, meinst du, ja. Du, und dann war schon dann war Werbung wieder und dann wurde gesagt, wenn die nächste Dschungelprüfung muss. Und es war eine Entscheidung zwischen Angelina und Tanja Tischewitsch. Also. Heißt sie Tanja? Ja, die Entscheidung zwischen Pest und Cholera, es konnte eigentlich nicht schlimmer kommen. Nicht Fisch, nicht Fleisch, war Letz. Pest und Cholera, hingekackt und hingeschissen, ja. Also brünette Titten, Fotze und blonde Brüste, Muschi, ja genau. Und wer hat gewonnen? Die Blonde natürlich. Aber auch das nur, ist ja klar. Weil das Publikum gar nicht mehr richtig hinguckt und gedacht hat, ach, das ist die Sarah Dingsbums. Und dann war es auf einmal nicht die, sondern die andere. Richtig, genau. Du hast es so ja, Schatz. Es gibt nicht mehr zu sagen. Von daher, ich freue mich total morgen auf die nächste Folge Dschungel, ihr süßen Mäuse. Abonniert Spaß, bitte meinen YouTube-Kanal, kommentiert. Hier unten, unter diesem Video, kommentiert ihr bitte, was ihr über das Video denkt. Und wenn ihr es total scheiße findet, ist es mir relativ egal, weil ich bin so erfolgreich und so schön, ja, Gitti. Und jetzt,
ihr süßen Mäuse. Bis morgen. I love you so much. Tschüss. Bye. Bye.